Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die Hordenfolge. Denn wir werden die Folge auf jeden Fall so lange laufen lassen, bis die Horde kommt. Beziehungsweise sie kommt sowieso bald. Und ja, wir werden das Ganze jetzt dann einmal hier ein bisschen sortieren. Hier ist immer noch nach wie vor Zombie-Apokalypse, sonst was. Ja, müssen wir mal gucken. Moin. Ist natürlich wieder genau vor der Horde. Das macht das Spiel tatsächlich absichtlich. Dass du nochmal so richtig, richtig gut Action hast. Oh ja. Ja, komm her. Und nicht zur Ruhe kommst. Moin. So, dich brauchen wir auch noch und dich brauchen wir auch noch. Wenigstens die Dicke weg. Aber kurz vor der Horde stehen nochmal hier alle Schlange. So, hau weg. Ja, komm, du kommst auch. Komm. Ja. Hallo, wenn du mir meine Basis kaputt machst, dann werden wir heute aber keine Freunde mehr, junge Dame. Ah, meine Waffe wird gleich einen Geist geben. Ja, die haben wir noch erwischt. Oh, selten. Sehr, sehr. Oh, Vitaminpillen und Schmerzpillen. Aber sehr, sehr selten, dass wir das halt haben. Achso, die die Vorräte hast du noch im Inventar. Gut, die legt da auch nicht raus. Sehr schön. Wir geben jetzt schnell noch die Quest ab. Dann bauen wir die Basis fertig. Und dann warten wir praktisch. Oh, dann warten wir praktisch auf die Horde. Da muss ein Zombie im Zaun verreckt sein. Guck mal, ein Hammer Stufe 3. Nett. Nett, nett. Hä? Nur fürs Protokoll, das geht eigentlich gar nicht. Cool. Ah, mach mal zu. Na dann. Armbrust. Oh komm, wir probieren es mal aus. Irgendwelche Aufgaben für mich? Abholen und säubern. 137 Meter nur. Muss ein bisschen aufpassen. Es gibt noch ein paar andere Eingänge. So, darf ich dein Inventar sehen? Stahl. Oh, Taschenmod. Kauf. Oh ja. Stufe 2er Hammer kann weg. Stufe 3er Hammer, Hammer. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Die Vitaminpillen können theoretisch weg. Das Zeug kann weg. 1200. So, was haben wir denn? Wir haben nachts gekriegt. Pumpgun. Cool. 10.000. Kaufen wir uns, glaube ich. Magnum-Vollstrecker. Alteisenschuhe. Kaffee und Eier. Auf. Vitaminpillen, Bürostuhl, Kaffee, Schießpulver, eiserne Feuerwerkstufe Stufe 2 nur. Munition eher nicht so sein Ding. Merk schon. Zement, Betonmischung 450. 3400. Oh. Kaufen. Folgen Sie mir bitte unauffällig. Und wir lassen erstmal die Tür offen und hoffen, dass die da rauskommen. Aber wir wissen es nicht. So, 17:32 Uhr. Wir müssen uns echt dran halten. Holla die Waldfee. Hätte ich nicht gedacht, dass wir nochmal so kurz vor knapp unterwegs sein werden. Wir müssen ja noch Munition packen, allen drum und dran. Wir haben noch ein bisschen was vor hier. Freunde. Eier mit Speck. Dreimal. Benutzen. Benutzen. So, Betonmischung. 10. Sehr nice. Das kann hier rein. Das kann hier hin. Das sortieren wir aus. So, wir haben die Stühle, wir haben die Ranch für uns. Wir haben die Taschenmod, die wir auf jeden Fall anbringen sollten. Wir haben noch Klamotten zu verticken. Wir kaufen uns, glaube ich, sogar noch die Pumpgun. Wäre ich dafür. Wir haben nochmal Beton hier. Wir haben nochmal Holz hier. Wir haben Betonmischung hier. Wir haben Sand hier. Wir haben Zement hier. Achso, Steine fehlen uns. Haben wir noch Steine? Sehe keine. Muss nichts. Am Anfang muss das nichts heißen. 110 Fleisch. Okay.
13 Stück, sehr nice. Okay, 18 Uhr. Benzin verfährst du aber echt ordentlich in dem Ding. 75% und wir sind nicht viel durch die Gegend gefahren. So, mein Freund. Folgendes. Mir wichtig ist hier immer nur einen Block rauszunehmen. Aufgrund dessen, dass das Ding in sich zusammenbrechen kann, komplett. Das wäre dann fatalst. Okay, hier, 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 hier. Okay, das ist jetzt alles aus Beton. Dann brauchen wir Beton. Da haben wir jetzt noch 5. Okay, das reicht tatsächlich. Hier, Beton hier, Beton da, Beton da. Und hier schießt man dann praktisch durch. You know? You know. Tür. Oh, Double Chat wollten wir nicht. Nein, geh weg. Hi. Geht er von allein wieder weg? Ich hoffe doch. Sonst muss ich gleich mal gucken. Gesicherte Holztür. Ja, er geht von allein wieder weg. Sehr schön. Wir brauchen Le Door. Le Door machen wir aber. Okay, also wir gehen hier rein und hier schießen wir dann die Zombies dementsprechend runter. Das ist leider die falsche Seite. Wenn die von hier kommen sollten, kann ich die Blöcke einfach wegnehmen. Das ist der Vorteil bei Holz. Das hier ist soweit verstärkt. Was jetzt hier gemacht würde, wäre auf jeden Fall den hier rausreißen. Und den hier dann verstärken. Das sollte so gehen. Also die laufen hier hoch, alle Tutti und so weiter. Gut. Wir haben jetzt nicht so viel Holz. Wir müssen das hier auf jeden Fall noch upgraden. Dafür brauchen wir noch mal ein bisschen Holz. Das heißt, wir gehen schnell noch mal ein paar Bäumchen fällen. Da hinten. Damit wir das noch auf die nächste Stufe upgraden können. Sogar auf vielleicht noch eine höher. Also wir haben noch ein bisschen... Was ist es? Pflastersteine. Dass wir es vielleicht noch auf die Pflastersteinstufe kriegen, das Ganze. Mehr rausgeschütteter Verkehr. Dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mit der Hordengröße habe ich auch noch nie gespielt. Wir werden eine ganze Menge zu tun haben. Mal gucken, wie viele kommen. Ich glaube, es sehr viele. Auch wenn es nur Tag 7 ist. Es ist die erste Horde. Es wird trotzdem, glaube ich, recht sportlich. Aber schauen wir mal. So. Wie viel Holz haben wir? 200. Eigentlich fast reichen. Aber wir haben jetzt erstmal Nahrung, Essen, allen drum und dran und danach haben wir wieder Zeit. Aber nach der Horde ist vor der Horde. Gucken wir mal. Dass hier das bisschen uneben ist, ist auch eher ungünstig. Also sollte im Idealfall, müsste das hier alles eben sein. Wäre zumindest das Beste. So, hier. Cool wäre natürlich, wenn wir jetzt hier schon eine Nagelpistole hätten. Mit der Nagelpistole wäre es nicht schlecht, dann geht einfach das Upgrade viel schneller. Blöde Baumwolle im Weg. Hallo? Hallo. Danke. Geht doch. Und das Problem, mein Freund. So, da machen wir noch Beton draus aus dem einen. Und hier auf jeden Fall so. Und dann auf jeden Fall so. Weil ich glaube, das hier kriegt noch am meisten ab. Können wir vorstellen. Und dass das eben überlebt, weil wenn das nicht überlebt, haben wir ein Problem. Machen wir das hier jedenfalls noch mit Upgrades rein. Das hier Upgrade machen wir auch. Achso, das wollte ich ja eigentlich mit Beton noch ausfüllen. 19:38 Uhr. Gott sei Dank ist unsere Basis aber gleich nebendran. Habe ich jetzt an alles gedacht? Ich glaube ja. Man kann noch einmal, kann man die Basis noch verstärken zusätzlich. War es dann schon recht heavy tatsächlich. So, 4 Stück nur. Die Welt. Kleine Steine hatten wir jetzt keine mehr.
Baumgeschwung haben wir nur noch 9. Holzform. Zement haben wir hier auch keinen mehr. Hier hätten wir noch Metall. Das bringt uns alles nicht vorwärts. Hier haben wir nochmal Munition. Messer, Waffen, Eisenpfeile. Modifikation für unsere Klamotten. Verändern. Was? Geht das nicht? Auch nicht? Was? Ah, da geht's rein, oder was? Interessant. Okay, wir haben 20 Uhr. Bereiten wir uns vor. Also. Wir packen jetzt erstmal alles raus. Was? So. Wir nehmen die Waffe mit, die Waffe mit. Wir nehmen ein bisschen Nahrung mit. Wir nehmen auf jeden Fall Verbände mit. Wir nehmen auf jeden Fall Fernkampf, Wasser, Dauer. Fernkampfschaden plus 50. Okay. Zieht uns aber Wasser raus. Wir nehmen auf jeden Fall Wasser mit. Wir nehmen auf jeden Fall das Zeug hier mit. Dann haben wir Munition. Davon haben wir ganz viel. High-Power-Munition. 762 haben nicht so viel. Die Schrotflinte nehmen wir mit. Die Pistole nehmen wir mit. Die nicht. Die auch nicht. Den Revolver, die Schrotflinten-Munition. Eisenpfeil, Eisenbolzen für Armbrust-Munition. Waffenmodifikationen. Ja. Was ist das hier? Flaschett für Schrotflinte. Cool. Wir haben 20:15 Uhr. Wir gehen schnell beim Händler vorbei und verkaufen schnell das Zeug. Kaufen uns schnell noch Pumpgun. Den Rest haben wir eigentlich alles. Die Basis ist an und für sich auch soweit fertig. Noch ein bisschen Ding rein. Aber wir haben jetzt bis 22 Uhr mehr Zeit. 22 Uhr beginnt die Horde. Und dann gucken wir mal. Rüstung und so weiter. Ja. Also wenn wir da hinten eingekesselt werden, springen und wegrennen, ja, müssen wir mal gucken. Wird schwer auf jeden Fall, wenn dann. Darf ich den Inventar sehen? So, das Zeug kann man alles noch loswerden gerade. So, 16.000. Okay, Pumpgun Stufe 3. Gekauft. Sehr schön. 44er Munition, nö, nö, nö. Magnum Vollstrecker, 44er Munition, nope. Bauplan, Nachtsigarett für 6000. Motorwerkzeuge, Stacheldraht, Gedönse, Zement, Betonmischung. 2600, die können wir auf jeden Fall noch kaufen. 20:56 Uhr. Und wir haben jetzt noch viermal Beton. Oh, wir müssen unsere Dings reparieren. Irgendwie, weil wir Holz brauchen. Yay. Der lebt nur, oder? Nee, das. Okay, wir brauchen nochmal Holz. Unseren Knüppel hätte ich trotzdem gerne repariert. Wir haben gar Holz mehr. Das habe ich jetzt aussortiert. Ich hält. Genauso wie die Steine. Und ein bisschen Betonmischung. Wobei, Betonmischung brauchen wir eigentlich nicht. Reparieren. Ich bin ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Okay. Ja, die wichtigsten Punkte haben wir eigentlich. So, die kommen dann hier hin. Das Einzige wäre noch, das hier vorne könnte man noch wegmachen. Weil ich nicht weiß, ob dann alles in sich zusammenbricht. Hier kann man nur hochspringen, wenn man ein Mensch ist und es so machen kann. Ah, das war schlecht. Achso, wir sollten noch Blöcke. Könnte hilfreich sein. Den hier. Okay!
Danke für nichts. Okay, 21 Uhr. Ja, okay. Super. Damit hat sich der Plan zumindest erledigt. Okay, was man nicht hätte machen dürfen. Haben wir auch gerade festgestellt. Einwandfrei. Scheiße. Okay, warte mal. Wir legen unser Minibike auf jeden Fall mal dahin, dass es kaputt geht. Jetzt haben wir ein Problem. Nehmen. Jetzt haben wir ein Problem. Und zwar. Das hier kommt weg. Das hier kommt weg. Okay. Okay, wir haben Waffen, aber ja, dann nehmen wir erstmal die Pumpgun mit rein. Wir nehmen die hier mit rein. Wir nehmen den hier mit rein. Und dann würde ich sagen, 8 Schuss. Gut, Problem. Das war so klar. Bei der letzten, es hätte funktioniert. Es hätte funktioniert wahrscheinlich. Und beim letzten hat sich's dann erledigt gehabt. Gut. Ja, viele werden wahrscheinlich von da irgendwo kommen. Wir können mal gucken, ob wir uns irgendwie rausbauen können, vielleicht noch. Im Idealfall. So. Damit die sich hier so ein bisschen sammeln. So. So. So unter uns. Und hier dagegen hauen vielleicht. Gut. Horde. Ach, scheiße. Was? Das hätte ich gerne genutzt. Da kommen sie. Boah, die Pumpgun ist schon geil. Ist aber jetzt eher was für hier. Ja, vor allem auf die Masse dann. Aber diese ein oder Schuss jagen wir aber halt auch zügig durch. Freudiges Tontauben schießen. Ist das eigentlich so irgendwas? Nee, oder? Ich glaube, wir sind recht ineffizient mit der Pumpgun. Kann das sein? Ich darf hier übrigens nicht drauf schießen, sonst falle ich runter. Oh, der Spitzpfeiler hält ganz gut aus. Sind halt echt. Alter. Okay, die ersten Block haben sie weg. Okay, jetzt sind sie halt drin. Was hat dir der Posten getan, mein Freund? Boah, die Pumpgun ist mega cool. Ich bin froh, dass wir die gekauft haben. Das ist 10.000, was alle Male wert. Und wenn wir bald keine Munition mehr dafür haben. An die Gebäudeseite, also wenn sie zu viel zerstört haben, müssen wir auf jeden Fall die Gebäudeseite wechseln. Aber dann erst, wenn zu viel davon kaputt ist. Sehr schön, stellt euch alle ineinander rein. Aber das wäre jetzt cool gewesen, wenn die alle da hochgerannt wären und wir die hätten nach und nach einfach ins Gesicht schießen können. Nach wie vor, Kopfschüsse sind halt am effizientesten. Ist klar. Ja, sehr schön. 15 Schuss noch. 21:03 erst. Eine Stunde erst. Alter, was hält der denn aus? Ist ja der Wahnsinn.
Okay, letzter Schuss. So, jetzt müssen wir dann mit ihnen hier arbeiten. Hier sind zumindest gezielte Kopfschüsse drin. Vorausgesetzt, der Kopf... Ja, oder sie spielt Breakdance. Gerade alle an der Ecke hier. Level up. Kann ich hier noch eins weiter raus? Nee, oder? Noch eins geht noch. Wichtig ist, dass dieses Gebäude nicht einfällt. Das wäre fatal. Ah, jetzt kommen schon die ersten Lücken. Ich bin mal gespannt, ob schon der erste Hund dabei ist. Früher war das vom Level ab, also welches Level man selber hatte, war das abhängig. Tatsächlich, was für Monster kam oder was für Gegner kam. Mittlerweile ist es, glaube ich, hier wieder so. Mittlerweile ist es, glaube ich, so Standard. Double Tap! Bei Zombieland wissen wir, dass das eine gute Idee ist. Okay, das Feuer. Und 762. Okay. Oh, guck mal, die haben tatsächlich die Schütze hier eingerissen. Okay. So, Freunde. Wie sieht es hier drin aus? Bei euch? Ah, ihr rennt wild durch die Gegend, gell? Sind das die letzten? Sind das schon die letzten um 0 Uhr? Oh, sehr schön. 21 Schuss. Das können tatsächlich schon die letzten sein. Da waren wir aber auch sehr effizient unterwegs. Gut, wir haben aber auch ganz gut Schuss reingebüttert. Ich glaube, es war's. Ich hätte halt wirklich gerne die Basis probiert, aber gut. Haust den ein. Das war der einzigste, den wir weggehauen haben, der nicht hätte weghauen, den wir wahrscheinlich nicht hätte wegmachen dürfen. Okay. Wir haben die Blöcke. Riskieren. Okay. 2 Lootkisten. Oh, na immerhin. Ganz ehrlich. Richtig gelohnt hat sich das aber nicht. Okay, die sind hier halt durch. Ist das nur Holz gewesen? Das ist nur Holz und die haben so lange gebraucht, das einzureißen. Ja, holla. Dann machen wir auch nur die Basis. Dann hätte ich sie nicht mal aus Beton bauen müssen. Da hätte auch Holz gereicht. Okay, das war's tatsächlich. Ja, wir sind durch. Das hier ist ganz praktisch, weil da echt gut Metall rauskommt. Bei diesem eingestürzten. Außerdem müssen wir es freiräumen, weil wir hier langfahren. Das mit der Basis ist sehr, sehr schade. Ich würde es jetzt aber dann für Tag 14 Horde ausprobieren. Tag 14 Horde, ich werde jetzt dann die Zeit von 60 Minuten, die der Tag dauert, auf 30 Minuten reduzieren. Das heißt, wir werden mit der doppelten Geschwindigkeit dann fahren, dementsprechend. Und das war die Tag 7 Horde. Das war's. Und Ganzen. Das ging noch. Ich meine, wir haben alle unsere Schrotflintenmunition rausgehauen. Die wir hatten. Das Einzige, was wir noch hätten, wäre die Flaschette, die ich nicht nutzen kann aus irgendeinem Grund.
Warum nicht eigentlich? Fallen lassen. Achso, oder gehen die nur, mit der speziellen, also die gehen nicht mit der Schrotflinte, die gehen glaube ich nur mit den speziellen neuen Waffen. Weil das die Standard-Schrotflinte, die im Spiel drin ist. Ja, hier hätte man dann verschiedene Munition nehmen können. Oh, das war's tatsächlich. Okay, dann hat uns das Gebäude ganz gut standgehalten. Ja, leider haben wir das hier verkackt. Da würde ich jetzt auf jeden Fall dann Beton draus machen. Aus allem. Und dann probieren wir es für die Tag 14 Horde mit Beton einfach nochmal das ganze Teil. Sehr schade gelaufen, aber es ist, wie es ist. Zumindest der Betonkern hier ist stehen geblieben. Immerhin. Ja. Da hängt ein bisschen was in der Luft. Ja, aber ein bisschen mit der Horde durch. Immerhin. Das ging noch. Okay, hier ist Beton runtergefallen. Den müssen wir dann auch wegmachen. Nehmen wir jetzt ein paar Steine raus. So, das hier ist alles zusammengebrochen. Das hier würde ich dann aber auch auf Beton aufwerten. Können wir? Was ist die nächste Aufwertungsstufe? Ist der Hammer? Da ist der Hammer. Einfach mal durchgeballert. Ach, es ist Beton. Oh, die nächste Aufwertungsstufe ist Beton. Ja, holla. Guck mal hier, können wir direkt auf Beton aufwerten. Sehr schön. Gut, und da brauchen wir erstmal einen Pflasterstein für. Okay, wir werden das dann dementsprechend aufbauen. Das Ding dann aber gleich aus Beton. Beton haben wir ein bisschen was beim Händler gekauft. Wir haben Fahrrad, Munition. Im Idealfall kriegen wir einfach mal eine neue Waffe mit der 556er Munition. Aber, oh, der ging. Ich meine, wir haben jetzt 1.33 Uhr. Wir haben alle besiegt. 24er Horde. Wow, okay. Ja, Gebäude hat ordentlich... Ah, da haben sie ordentlich dagegen gehauen. Hier das ganze Holz hat rausgebrochen, aber gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das Holz ist, ehrlich gesagt. Ich habe das für Beton gehalten. War ein Fehler auf jeden Fall. Aber gut, sie konnten nicht wirklich viel machen. Wir haben einfach unsere Munition dafür halt rein versenkt. Dann sind wir durch. Das bedeutet, wir können dann schon mal wieder ein bisschen sortieren. Nehmen. Munition. Alles zurück. Wir haben eine coole neue Pumpgun. Also die, auf jeden Fall müssen wir gucken, dass wir uns jetzt Schrotflintenmunition als nächstes dann organisieren. Definitiv. Macht Sinn. So, Verkaufsmaterial haben wir auch noch eine ganze Menge. Alles für den Verkauf. Armbrust haben wir jetzt nicht ausprobiert. Wir können Spaß aber auch mal just for fun die Armbrust tatsächlich mitnehmen. Und damit auch mal ein bisschen Unheil schaffen. So, das hier rein, das hier rein, das. Das war falsch. Ich wollte das hier drücken. Dann haben wir hier nochmal Munition. Wobei, wir sortieren erstmal alles ein. Wir sortieren dann gleich nochmal aus. Würde ich sagen. Das hier haben wir alles genommen. Das. Dann haben wir Heilungskram. Muss nicht mal heilen müssen. Verbände haben wir einige. Davon auf jeden Fall immer... auf jeden Fall immer 5 Stück mitnehmen. So, was haben wir denn jetzt noch? Schrotflintenmunition haben wir nicht. Schrotflintenmunition. Können wir erstellen mit Oberschrot Schießpulver. Schießpulver ist halt das Problem, weil wir Schießpulver an der Chemiestation herstellen müssen. Oder auch nicht. Polonitratpulver. Aber das geht nur an der Chemiestation. Kohle und Nitratpulver. Kohle haben wir hier. Nitratpulver haben wir hier. Tatsächlich Schießpulver. Achso, kostet weniger. Okay, die Chemiestation wäre, glaube ich, das nächste Upgrade, oder? Stahl. Oder können wir die Chemiestation schon? Nee. Chemiestation. Doch, Messbecher. Damals Problem, der Messbecher. Stimmt. Ah, Airdrop müsste übrigens kommen, glaube ich. Tag 7 müsste der Airdrop kommen. Geschmiedetes Eisen, Kochtopf, kurzes Rohr, Säurefläschchen 5. 2. Okay.
Gut, dass sie den Rest verstärkt hatte. Okay, Schlagstab kann auf jeden Fall noch einer verkauft werden. Das wäre besser wie mein Zeug. Die selbstgebaute Schrotflinte, wobei wir müssen es jetzt nicht übertreiben. Das ist nur eine doppelläufige, deswegen war die Pumpgun ganz geil. Weil du damit einfach viel mehr effizienter schießen kannst. Wir können ein bisschen was an die Zug herstellen, aber echt nicht die Welt. Müssen wir verkaufen. Das Fahrrad hat keinen Verkaufspreis. Dann hier rein. Okay, wir haben Betonmischung. Das Stein. Dann haben wir. Also den Chemietisch können wir schon. Die Frage ist, wo wir den Messbecher herkriegen. 29 Betonformen. Nett. Das ist sehr nett. So, das hier und das hier. Die Frage ist, ob wir das Schießpulver dann jetzt tatsächlich dafür raushauen sollen. 38 Stück. Weiß ich nicht, ob es sich wirklich lohnt. Aber wir haben, glaube ich, Oberschrot. Ja, 10 Schießpulver. Können wir Munition herstellen, aber Papier brauchen wir noch. 96. Schrotmunition 2. Ah ja, Schießpulver 8. Okay, danke fürs Gespräch. Okay, wir bauen auf jeden Fall die Basis, also die Hordenbasis aus. Ich würde es gerne dann mit der Tag 14 Horde probieren. Wir werden natürlich weiterhin questen. Wir werden weiter ein bisschen die Waffen ausbauen. Ich will mal legen, wie wir insgesamt weiter fortfahren wollen. Maisplatz ist fertig. Können wir, wie viele Skillpunkte haben wir übrig? 3. Können wir vom Landleben machen? 5. 3. 2, 3. Ja, können wir. Dreifache Menge der Feldfrüchte ernten. Mechaniker brauchen wir erstmal nicht. Elektriker brauchen wir erstmal nicht. Schlagmod brauchen wir eigentlich auch erstmal nicht. Ich würde tatsächlich vom Landleben machen. So, und jetzt nämlich haben wir 7 Mais und den Samen mal rausgekriegt. Jetzt kommen wir dann nämlich langsam in eine Menge, wo es sich lohnt, Felder anzubauen. Auch hier Kartoffelsamen rausgekriegt. Das ist immer sehr, sehr nice. Maissamen, auch nice. Und dann können wir nämlich hier Rezepte. Maissamen, kostet uns 5. Machen wir nochmal 2 Maissamen. Und dann können wir jetzt langsam anfangen, das Zeug nämlich zu vermehren. 2-mal Kartoffeln, 2-mal Mais. Das heißt hier Mais, Mais. Und erst jetzt lohnt es sich halt wirklich, das da, Dinge anzubauen. Was haben wir jetzt noch? Rezepte, Maissamen. Fertigen. Und so kriegen wir jetzt immer mehr und immer mehr raus und können das erstmal vervielfältigen. Bis zu einer gewissen Menge und dann können wir davon leben. Dementsprechend. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Gut, das hätten wir. Essen brauchen wir bald auch wieder. Das haben wir. Nitrat haben wir. Erde. Wir könnten noch mehr Beete bauen natürlich. Basis will ich fertig bauen. Rohre können wir mal die Hälfte uns rausziehen, einschmelzen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Metall. Wir brauchen auf jeden Fall Spüle. Haben wir nochmal 300 Metall. Wir müssen dann auch anfangen, irgendwann natürlich Messing und so weiter einzuschmelzen, damit wir da Schrot herkriegen. Das war hier. Oberschrot. Blei brauchen wir dafür. Blei macht, glaube ich, noch gar nichts, oder? Doch, 131 Blei. Das heißt, das hier wird eingeschmolzen, das hier wird eingeschmolzen. Dann brauchen wir Messing, können wir auch mit einschmelzen. Hier haben wir nochmal 35. Okay. Jagen wir das Blei da durch. Dann können wir nämlich die Oberschrot herstellen. Und so langsam uns vorbereiten. Skillpunkte haben wir jetzt leider keinen mehr im Moment zur Verfügung. Munition, ja, diese 2 Schrotflintenbatronchen. Kommen noch 21 mal Beton. Und mit dem Beton können wir jetzt dann aber die Basis aufbauen. Und zwar jetzt würde ich sie dann aber, wir haben jetzt dann auf jeden Fall genug Zeit bis zur Horde. Hallo Häschen. Bis zur Horde, dass wir das Ding einmal richtig hinstellen.
Dann vielleicht sogar schon mit... Ja, eigentlich sollten wir dann schon fast in der Lage sein, mit Strom zu arbeiten und das Ganze mit Strom dann hinzubauen. Aber es müsste auf jeden Fall dann funktionieren. Mit genug Munition. Die wären halt hier hochgelaufen und wären dann dementsprechend da draufgegangen. Oh. Ausbaufähig, aber passt. So, 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 so. Das hier kommt raus. Richt mir jetzt bitte nicht das ganze Ding wieder zusammen, gerade was ich gerade gebaut habe aus Beton. Wenn ich das hier abbaue. Könnte sein, dass er mir jetzt gleich Bumm macht und es... Gott sei Dank. Es hätte sein können, dass es Bumm macht. So, so ist jetzt auf jeden Fall Stabilität drin. Das heißt, das ganze Ding abreißen, Beton draus bauen. Und durch Beton sollte auch die Tag 14 Horde jetzt nicht, zumindest nicht so einfach kommen. Ein bisschen doof ist, dass wir das Ganze jetzt wieder abreißen müssen. Aber es ist, wie es ist. Ja, das machen wir auf jeden Fall noch. Quests werden wir nach wie vor auch noch erledigen. Auto bauen und so weiter. Und schauen wir einfach mal, wenn Alpha 21 rauskommt, ist die Staffel halt zu Ende. Dann machen wir noch einfach eine neue Staffel. Das ist ja kein Problem. So, mein Freund. Hier, hier und hier. Jetzt vielleicht gleich, wenn man es halt gleich aus Beton baut. Die Stabilität ist tatsächlich so, je besser das ausgebaut ist, desto mehr Gewicht kann das Ganze tragen und desto stabiler ist es. Allerdings bricht auch gerne mal ein kompletter Betonklotz ein. Also lasst euch da nicht, ja, auch mit Beton hält das Ding nicht ewig. Also selbst dann geht es auch kaputt, aber es dauert bei weitem länger, bis es dann kaputt geht. Aber es hält schon ein bisschen länger. So, dann würde ich sagen, hier kommt der Klotz noch raus. Wenn ich den jetzt hier wegreiße, passiert aber auch nichts, oder? Wobei, dann hält es von der anderen Seite. Eigentlich bis von der anderen Seite jetzt dann halten. Wenn ich den hier rausnehme, dürfte eigentlich nichts passieren. Wir sind vorsichtig auf jeden Fall. So, die hier kann ich auf jeden Fall rausreißen, da passiert nichts. Upgraden könnte man sie jetzt auch, aber ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir die gleich aus richtigem Beton bauen. Wenn es uns gerade ein bisschen Ausdauer wegzieht. Mit dem letzten Schlag, halbe Stunde bevor die Horde kommt. Das ist... Kennt ihr diese Tage, wenn es nicht... Bei 7 Days to Die, tatsächlich, ich hatte jetzt schon einige Folgen, wo es einfach gar nicht lief. Also so gar nicht lief. Weiß ich nicht, irgendwie... Bei Scum läuft es besser, lustigerweise. So. Sehr schön. So, Zombies laufen hin, kommen dann hier eben an die Wand. Und wenn die an der Wand sind, sind sie praktisch dann schon... Also hier schießt ihnen halt die ganze Zeit durchgehend in den Kopf. Später baust du hier noch Elektrofallen ein und so diese Roboter, die Zombies wegpitschen an der Seite, damit die weggestoßen werden. Wieder runter. Dann fallen die immer wieder runter, kommen wieder hoch, immer wieder runter, immer wieder hoch und so weiter und so fort. Das ist dann der effizienteste Weg auf jeden Fall. Und das alles nur, weil ich da unten nochmal eine Verstärkung reinhauen wollte. Hätte ich's mal gelassen. Aber gut. Man weiß es halt vorher nicht. Viel Holz kommt dabei aber nicht rum. Wirklich. Aber wir sind jetzt, da wir von Landleben auf die Maximalstufe haben, können wir uns jetzt zumindest als Selbstversorger endlich betrachten. Und können so langsam dann in 2-3 Tagen mit 2-3 Ernten haben wir es dann eigentlich. So. Sehr schön. Das hier wehrt mal auf. Können dann hier hochrennen und sich austoben, wie sie möchten. Bisschen Reparaturmaterial von hier mitnehmen. Auch nicht das Verkehrteste. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge werden wir dann dementsprechend ja, die nächsten Quests machen. Werden dann einmal hier abbauen wahrscheinlich. Wobei, wir werden die Basis behalten. Das hier ist nur meine Hordenbasis dann tatsächlich, wo wir uns nur wegen der Horde aufhalten. Und das hier bleibt meine Standardbasis. Die werden wir auch noch fertig bauen, dieses Häuschen hier. Je nachdem, wie viel Zeit wir eben noch haben. Raider macht auf, sehr schön. Der Mais könnte fertig sein. Ne, jetzt müssen wir noch mal anbauen. Pilze bauen, brauchen wir auch noch ein bisschen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns dann dementsprechend in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao, macht's gut. Bis zur nächsten Folge bei 7 Days to Die. Munition ist ja schnell los, noch ein großes Thema.